Und herzlich willkommen bei Nachtaktiv Gaming. Wir spielen Hearthstone, die Forscherliga, und zwar die verfallene Stadt. Abenteuer Nummer 3, Boss Nummer 3 mit Lady Nazia und mit der Heldenfähigkeit Perle der Gezeiten. Ersetzt am Ende eures Zuges alle Diener durch neue, die eins mehr kosten. Ich starte gleich mal das Spiel. Spiel mit dem Magier. Hab mir ein spezielles Deck zusammengestellt, denn vorher habe ich einmal verloren. Hab mir jetzt mehr kleinere Mobs in mein Deck getan, und zwar vor allem Mobs, die auch noch den Kampfschrei, einen Kampfschrei haben zum Beispiel, wodurch nochmal neue beschworen werden, um einfach möglichst maximal viele Mobs aufs Board zu bekommen. Hier zum Beispiel mal gleich die beiden Diener. Er kann nichts machen, habe ich immerhin ein 1-1er. Hier habe ich sogar Sir Finley bekommen. Jetzt kommen wahrscheinlich die zwei Geisterwölfe. Genau, die hat er vorher auch schon mal benutzt. Die kenne ich schon. Ich habe jetzt hier das Ei, das bringt mir natürlich leider nichts. 2-2, 3-2. Hab leider jetzt hier keine Chance, sinnvoll. Leider kann ich die beiden nicht spielen. Deswegen trade ich jetzt mal nicht. Ich spiele nur die Spiegelgestalt und bin mal gespannt. Was jetzt passiert? Ein tradeter ein, okay. Das ist für mich okay. Er kriegt natürlich mal wieder die besseren Mobs. Ist natürlich sehr logisch. Was mache ich jetzt am klügsten? Machen wir hier mal so. Gehen wir nochmal ins Face. Er kann jetzt eigentlich das ganze Board aufräumen und dann haben wir wieder einen schlechten Start. Jetzt hat er natürlich super viele Mobs auf dem Feld. Viel mehr. Kriegt hier wieder einen super Drop hin. Was mir selber überhaupt gar nichts bringt. Sinnvoll traden. Plus 2, okay. Den können wir wegtraden, das macht Sinn. Gucken, was beim nächsten Mal drumherum kommt. Sieht jetzt sehr beschissen aus, würde ich mal behaupten. Es war ja da eingetradet. Ziemlich gute Mobs gekriegt auch noch. Ja. Das hier bringt mir eigentlich gar nichts, auch wenn es eigentlich super ausschaut. Weil ach ja, das ist jetzt blöd. Was machen wir jetzt hier am klügsten? Den Kampfschrei. Machen wir mal sowas. Ach, jetzt habe ich vergessen anzugreifen. Den hätte ich auch gerne hier.
Erhält +2/+2. 4 Schaden da durchgehend. Ich meine, das 2 Schaden und Einfrieren bringt eigentlich gar nicht so viel, wobei. Doch. Es ist gar nicht so blöd. Ich gehe jetzt einfach ins Face und hoffe, dass meine Mobs überleben. Und dass ich jetzt gute Mobs neue kriege hier. Da haben wir doch schon den Sieg. Da haben wir doch nicht den Sieg. wobei er hat einen Spot. Ein Spot. Die neuen hier, die brauche ich für den Damage. Dann kann ich spielen ein Ping. Frostblitz. Da drauf. Er kriegt die Waffe. Aber wir haben ihn besiegt. Eigentlich ziemlich viel Glück. In der nächsten Runde hätte er uns auf jeden Fall abgeschlachtet. Aber somit haben wir es geschafft. Der dritte Flügel auch geklärt. Schauen wir noch mal, was wir bekommen. Eine Grubenschlange vernichtet jeden Diener, der von diesem verletzt wurde. Und mehr Hexe der Naga. Eure Karten kosten 5. Damit kommen wir dann zum letzten Flügel bald, nämlich der Halle der Forscher, und zwar beim nächsten Mal. Hier kriegen wir jetzt noch Sir Finley, glaube ich. Genau, Sir Finley und den Dschungelmondkin und neue Klassenherausforderungen. Haben hier den Stab des Ursprungs hergestellt. Können jetzt wahrscheinlich damit den letzten Flügel betreten. Was auch immer jetzt gerade passiert. Hätte mir wahrscheinlich jetzt geklaut. Aber das war's mal raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid bei der Halle der Forscher, und sagt dann mal tschüss.